Kunsthandwerk vom Feinsten. Das ist die Winterausstellung der Handwerkskammer Koblenz. Ab 13. November lädt die Galerie Handwerk in Koblenz zum Sehen, Stöbern und Kaufen ein. Wir haben für Sie vorab reingeschaut in die Winterausstellung der HWK. Die Galerie Handwerk ist vom 13. November bis zum 24. Dezember täglich geöffnet. Es ist eine bunte Mischung, mit der die Winterausstellung 2008 begeistert. Das gilt für die Materialvielfalt, für die Stilrichtungen, für Formen, Farben und Funktionen. Seit 40 Jahren etwa macht die Handwerkskammer Koblenz eine Winterausstellung, früher genannt Weihnachtsausstellung, mit 150 Künstlern, Gestaltern und Handwerkern und bestimmt über 3000 Objekten in diesem Jahr. Dabei ist jedes dieser 3000 Objekte ein Einzelstück. In Handarbeit entstanden, ist hier nichts von der Stange und mit viel Kreativität und handwerklichem Können erstellt. Das Besondere der Ausstellung macht die Vielfalt aus. Hier ist für jeden was zu finden, denke ich, vom Engel aus Keramik bis zum Collier. Für alle was da. Für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel ist etwas dabei. Nicht zuletzt diese Mischung macht die Winterausstellung seit Jahrzehnten zu einem Besuchermagnet und ist eine Top-Adresse, geht es um Dinge zum Verschenken, ob nun für andere oder sich selbst. Mit seinen ungewöhnlichen Objekten aus Holz ist auch Christian Bruns Aussteller der Winterausstellung. Der Koblenzer Holzbildhauer hat seine Werkstatt mitten in der Stadt und fertigt hier außergewöhnliche Schalen. Ein Blick in seine Werkstatt und vom Ausstellungsstück zurück zum Ausgangsmaterial. Bruns fertigt seine Objekte aus Massivmaterial, dem er auf der Drehbank mit viel Geschick, aber auch Kraft und reichlich Erfahrung die richtige Form verpasst. Wo gehobelt wird, fallen Späne, ein Sprichwort, das hier wörtlich zu nehmen ist. Drechsler Bruns über das Besondere seiner Arbeiten und seine Materialauswahl. Generell sind die Arbeiten oft sehr naturbezogen, das heißt markante Fehler, spannende Dinge im Holz werden nicht rausgeschnitten, wie das sonst in der Industrie üblich ist, sondern im Gegenteil als Gestaltungsmerkmal mit reingenommen und auch vorher gesucht. Das heißt, der ganze Gestaltungsprozess fängt eigentlich schon bei der Holzauswahl, sprich meistens mit der Motorsäge auf dem Holzplatz an und ist kein Zufallsprodukt, wenn eine Schale hinterher das Loch genau da sitzt oder so, sondern das ist eine Form von Gestaltung, die schon weit, weit im Voraus geplant wird. Das heißt, eventuell sogar, wenn der Baum noch irgendwo steht und schon auf der Abschussliste bei mir steht und ich irgendwann warte, dass er fällig ist und wegkommt, weil nur wegen des Holzes würde ich ihn nicht fällen. Mir ist jeder Baum, der lebendig ist und steht, im ersten Moment mal lieber. Nur wenn er wegkommt,